Es war 8.40 Uhr an diesem heißen Donnerstag, 28. Juli, auf der A98 Lörrach Richtung Weil am Rhein. Da geriet ein LKW-Anhänger in Brand. Große Rauchsäule konnte man schon von weitem sehen. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, ob wir da noch die Bergung filmen können. Puff, ja, die Ursache, laut Polizei, irgendein Bremseschade, die Bremse sei defekt gewesen. Naja, jetzt mal gucken, ob der LKW noch steht oder nicht. Zumindest habt ihr schon mal die Rauchsäule gesehen. Einspurig dran vorbeigeleitet. Mal gucken. Schalland, was los? Ja, da ist schon weg. Ja, ziemlich viel los auf der Autobahn hier. LKW-Stau kurz vor Weil am Rhein. Ja, wenn wir schon hier sind, man will ja nicht 40 Kilometer eine Strecke umsonst fahren. Fahren wir mal kurz nach Frankreich und kaufen mal ein paar schöne Krevette ein. Na? Yes, es Gott, die Staffel los. Also da möchte ich jetzt auch nicht drin stehen. Puff. Gleich sind wir in Frankreich. Viva la France! Willkommen im Palmrhein! Ja, im Elsass. Ach übrigens, jetzt gehen wir mal gucken, was hier der Sprit kostet. Der soll ja sehr günstig sein und meine Tankuhr ist knapp über der Hälfte voll, also es rentiert sich. Ja, das Wetter ist schön, 24 Grad. Und jetzt sind wir hier in St. Louis. St. Louis. Müssen wir Richtung Flughafen und dann links abbiegen. Sind wir mal gespannt, ob die Leute in Frankreich auch mit Maske rumlaufen teilweise noch. Oder ob das nur in Deutschland der Fall ist. Lassen wir uns mal überraschen. Schon ganz gespannt. Ich war hier schon ewig nicht mehr. Übrigens in Palmrhein. Wer weiß, wann ich das letzte Mal im Palmrhein war. Da habe ich sogar einen Livestream gemacht. St. Louis. Ja, und wer meinen Kanal kennt, weiß ja, dass ich auch übers Elsass berichte, bei Großlagen. Ja, das ist jetzt eine große Lage. In der Cheyenne, der ist da vorne. Wo geht ihr immer in Frankreich einkaufen? Wenn ihr in Frankreich einkauft, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben.
Dahinter habe ich was gesehen, einen Schrottplatz. Na, da könnten wir vielleicht auch noch vorbeischauen. Oh! Das ist der Casino, ist der jetzt umbenannt worden? Tatsache, oder? Da steht Casino dran. Dann ist der umbenannt worden. Aufgekauft von einem anderen französischen Riese. Das ist die große, 98. Wahrscheinlich günstig, 98 Cent und Baguette. Geht ja noch. Jetzt kommen wir an die Fischtheke. Der Butter hier vom Preis 250 Gramm 2,89 €. Was haben wir hier noch? Hier Demi-Sel, das ist der günstige 2,48 250 Gramm. Ja, den nehmen wir mit. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, den haben wir jetzt mit. So, was brauchst du noch? Zitronenmayonnaise. Zitronenmayonnaise. Und dann haben wir eigentlich alles. Ja, die Milch ist auch hier ziemlich reichhaltig. Was kosten die hier? 1 Liter 89 Cent. Aha. 1 Liter 89 Cent. Bei uns ist die ein wenig teurer. Also hier hat es sehr viel Milch, sehr viel Milch. Man kann es ja mal probieren.
Da haben wir es, die Zitronenmayonnaise. Die passt besonders gut zu den Krevetten dazu. Dann haben wir die gesalzene Butter, Baguette und wo ist denn die gesalzene Butter? Komisch. Ah, da liegt sie hier. So, was ist denn hier überhaupt mit dem Öl los? Ja? Ihr wollt das sicherlich wissen. Was kostet in Frankreichs Öl? Der Liter Sonnenblumenöl hier, 3,85 Euro. Wahnsinn. 3,85. Alles 3,85. Egal welche Marke. Ist doch interessant. Ja, immerhin ein bisschen günstiger, wobei Sonnenblumenöl soll man ja eh nicht nehmen, das ist ja nicht so toll. Kauft lieber Rapsöl. Übrigens, ich habe mit einer Frau hier gesprochen, die ist nicht gespritzt gewesen und hat eigentlich erzählt, habe ihr mal Kärtle gegeben für Infos aus Frankreich zukünftig. Und sie hat mir aber erzählt, dass hier auch so viele Unfälle passieren. Man liest in der Zeitung und so. Und die Leute kommen immer auf die Gegenfahrbahn bei Feuerwehreinsätzen. Da gibt es auch bei den Feuerwehreinsätzen Schwächeanfälle. Und sie ist der Meinung, dass das an der Spritze liegt. Gerade kriege ich die Info, was sich hier auch bestätigt hat vor kurzem. Ich werde vorab schon, da wahrscheinlich schon einen Beitrag gemacht haben. Es geht um fiebersenkende Medikamente für Kinder. Mangelware. Es sind in Apotheken in Lörrach und Weil am Rhein sind die aktuell nicht verfügbar. Und selbst auf Potzewald oben habe ich mir jetzt gerade sagen lassen, schwierig mit der Lieferung. Sie haben Lieferengpässe, weil so viele Leute krank sind, so viele Kinder krank sind. Und das Einzige, was es gibt, ist aktuell Nurofensaft. Ne? Und es wurde den Apothekern geraten, diese fiebersenkenden Mittel selbst herzustellen. Das ist aber gar nicht machbar. Das schaffen die nicht, weil sie brauchen sogar 30 Fläschchen am Tag. Also, liebe Leute, passt auf, was ihr macht. Haltet ein bisschen Abstand zu anderen Leuten. Und vor allem die Leute, die die Spritze in Tuss haben, die sollten Abstand halten, weil die sind am gefährdetsten. Genau, die sind am gefährdetsten, weil durch den Bölkstoff, den die ins Blut gekriegt haben, bauen die Abwehrkräfte ab. Also ich gehe jetzt zahlen hier und ihr bleibt gesund. Danke fürs Like. Viele Grüße aus Frankreich. Bis zum nächsten Beitrag. Heute ist übrigens der 28. Juli 2022. Was haben die vor? Es wird heiß. Und es wurde heiß. Ja, und was hier vor sich geht, das gibt's in einem separaten Beitrag.